Hallo YouTube und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Forza Motorsport 6 Apex. Das Ganze sind wir ja im ersten Infovideo hier nach meiner Rückkehr auf dem Kanal gefahren. Heute fahren wir uns wieder, diesmal aber nicht mit dem Controller wie beim letzten Mal, sondern diesmal mit dem Frostmaster TX Wheel. Ja, Forza Motorsport 6 Apex ist nicht mehr im Peterstand, sondern hat jetzt die Vollversion erreicht. Das Ganze freut mich ja umso sehr, weil ja, ich bin ein Freund der Forza-Serie. Ich habe mir deswegen auch damals die Xbox 360 geholt und nicht die PS3. Und ja, das Ganze ging dann mit der One weiter mit Forza 5 und 6 und jetzt Apex auf dem PC mit Lenkradunterstützung, was will man mehr. Heute vergleichen wir die zwei Titel mal, wie sie so sind. Und ja, ich bin hier auf Ultra mit 16 Gegner. 5 Runden Circuit des Spa-Francorchamps. Das Ganze werden wir morgen auch fahren, auch wieder in der Corvette. Da werde ich aber wahrscheinlich dann eine Lackierung vom 24-Stunden-Rennen fahren. Und das finde ich ein bisschen komisch. Beim Start geht er nämlich automatisch in Neutralgang zurück. So, die erste Kurve haben wir mal überstanden. Oder halt. Ja, das ist klar, das sind die Hypercars einfach viel schneller wie so ein GT-Auto. Aber das ist halt nun mal so. Jetzt ein bisschen ein Stau durch die Eau Rouge hindurch. Und da sind wir schon wieder am Vollgas geben. Und das ist halt mal ein Unterschied zwischen Hypercar, wo ja im Endeffekt der Ford GT auch schon fast dazu gehört, gegenüber Rennwagen. Da hinten kommt schon der Pagani, der ja auch eigentlich nicht für einen Rennstreckeneinsatz gedacht ist. Und an den Zugungen kennt man schon, das kannst du nie mit dem Controller machen. Also da bin ich auf jeden Fall mit Lenkrad unterwegs. Ich würde euch gerne eine Wheelcam zeigen, aber das ist aktuell ein bisschen aufwendig bei mir, drum lasse ich das wieder für einen Moment. Aber die wird mal wieder kommen. Also keine Sorge, die kommt wieder. Ich habe, glaube ich, die KI auf Experte stehen. Wow, und da geht mir der Arsch weg. Aber abgefangen, das Ganze. Und es fühlt sich halt auch ein bisschen anders an wie Formel 1, was ich gerade noch gefahren bin. Aber ich will jetzt hauptsächlich mal das Fahrverhalten hier testen. Und ich finde, es fährt sich gar nicht mal so schlecht. Zwar wenn der Arsch weggeht, kann ich das Verhalten vom Lenkrad irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, was es macht. Aber ansonsten, ja, hat man auf jeden Fall schon schlechtere Sachen. Und die epische Musik hier im Hintergrund, die bleibt komischerweise. Ich dachte, die würde weggehen bis zum Rennen hin. Und hier, keine Ahnung, da kommst du teilweise vorher, jetzt schiebt er, dann kommt er wieder mit dem Arsch, dann schiebt er, dann kommt er mit dem Arsch. Extrem komisch zu fahren, das Ganze. Und sobald die Reifen blockieren, ist das Lenkrad sowieso am Abschütteln bis zum geht nicht mehr. Ich habe die Force-Feedback-Einstellungen soweit jetzt mal nicht geändert, fahre bei dem Auto mit 100%. Und mir kommt auch generell vor, dass man das pro Auto irgendwie einstellen muss, weil ich bin vorher mit einem M235i gefahren. Da habe ich das Force Feedback nämlich runtergedreht auf 50%. Das hat es mir auch angenommen, aber jetzt, als ich bei dem Wagen nachgeschaut habe, war es irgendwie wieder auf 100%. Also, keine Ahnung, entweder speichert die Force Feedback-Einstellungen nicht oder es ist für jedes Auto individuell, das kann natürlich auch sein. Was ich gar nicht mehr so schlecht finde, weil jedes Auto hat halt ein anderes Feedback, was Lenkung angeht. Braucht man nur jetzt vergleichen, habe ich einen schönen Vergleich, so muss ich sagen, von der. Also von meinem Real Life raus. Und zwar habe ich ja da einen Seat Leon der neuesten Generation mit einer elektronisch unterstützten Lenkung. Sprich, je schneller du fährst, desto schwieriger wird es zu lenken und im Stand ist extrem leicht. Da ist eine Servolenkung hingegen schwer zu lenken. Und da spürst du ja auch einen Unterschied. Ist es jetzt ein älteres Auto oder ist es ein modernes Auto? Und ja, wenn das Feedback im Endeffekt individuell ist, von Fahrzeug zu Fahrzeug,
dann kannst du halt so etwas dann leichter simulieren, weil ansonsten geht halt, keine Ahnung, ein alter Käfer oder ein Mini gleich einfach zu lenken wie hier so ein GT-Auto der neuesten Generation. Obwohl das ein Mini keine Servolenkung hat. Gehe ich mal stark davon aus. So ein ganz alter. Jetzt beißen wir uns erstmal hier wieder an den BMW ran. Es ist wirklich komisch. Ich kann aufgrund des Verhaltens vom Lenkrad in dem Spiel nicht sagen, schiebt er jetzt oder kommt der Arsch. Aber ich bin mal gespannt, wie das dann generell in Forza Motorsport 6 ist. Ob da das Ganze vom Verhalten her so ähnlich ist oder komplett anders. Und vor allem, ich weiß nicht mal, ob man recht das Force Feedback einstellen kann. Ich bin zwar schon das Ganze gefahren. So ist es jetzt nicht. Oha, viel zu schnell. Ich bin schon mal mit dem Lenkrad gefahren, aber das war irgendwie auf Monza 3 Runden mit dem Audi R15. Also mit den ehemaligen Prototypen. Der auch, glaube ich, aktuell den Rekord hält, oder war es der 10? Ich weiß gerade nicht, wer den Streckenrekord auf Le Mans gerade besitzt. Auf jeden Fall einer von denen. Oha, ich habe mit einem späteren Einlenkpunkt von dir gerechnet. Und da ist er schon da, der McLaren. Und ja, die Hypercars sind dann vorne weg, aber das habe ich mir schon fast gedacht. Und so extrem wie du runterbremst mit deinem Z4 müsste auch nicht sein. So, und da gehen wir jetzt vorbei an der Z4. Hoffentlich beim Anbremsen, müssen wir schauen. Ja, da sind wir vorbeigegangen. Ja. Aber ansonsten finde ich das Spiel soweit nicht schlecht. Also für das, dass es gratis ist, ist es Bombe. Also Preis-Leistung ist da sowieso top, also da kann kein anderes Gratis-Game mithalten. Es war ja mehr oder weniger nur der Wegbereiter für Forza Motorsport, für Forza Horizon 3, das ja in den nächsten Wochen erscheinen wird und unter anderem auch für den PC erscheinen wird. Und da ist halt auch so, dass alle Leute, die es für die Xbox One digital kaufen, wo ich unter anderem dazugehöre, die kriegen es halt auch für den PC, also Buy One, Play Twice, oder wie sich das Ganze sogar nennt. Sprich, ich baue mir das Spiel nur einmal kaufen, kann es aber x-beliebig spielen. Beispielsweise, wenn ich sage, ich nehme jetzt mit dem Ray zusammen was auf, möchte aber nicht unbedingt da hin und her switchen wegen Synchronisierung, weil ich mache das Ganze mit dem PC synchronisiere ich, sagen wir mal so. Und da müsste ich ja dann im Endeffekt beim HDMI-Eingang hin und her switchen, weil ich habe so einen HDMI-Switch, wo ich alle drei Eingänge drauf habe, einmal PS4, einmal Xbox One und einmal der PC. Die habe ich alle drei auf einen Switch gelegt, kann ich mit Fernbedienung alles schön umschalten, alles recht schön und gut. Aber da kann ich einfach sagen, ich möchte mir, keine Ahnung, ich möchte, dass nur ein System läuft, während das sicher gedreht wäre. Dann schmeiße ich das Ganze einfach auf dem PC an, macht da die Aufnahme, es laufen nicht zwei Geräte gleichzeitig und fertig. Oh ja, jetzt haben wir ordentlich verloren. Aber ja, eine Runde ist noch zu gehen. Soweit von meinem Gefühl her, Forza Motorsport Apex bin ich ja vorher schon mit dem Controller gefahren. Ich finde es geil. Ich finde die Umsetzung auf PC geil. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist halt, was das Game an Ressourcen frisst, weil das ist wirklich nicht mehr feierlich. Wenn du schon mal 16 GB RAM brauchst, damit dass du ein Spiel zum Laufen kriegst, oder wie es bei Forza Horizon 3 wird, mit 12 oder 13 GB, das ist wirklich nicht wenig. Das ist echt ein Arbeitsspeicher, wo ich finde, ich weiß nicht genau, wo das hingehen soll. Ich weiß, es ist eine Application, mehr oder weniger.
Also du lädst es dir wie eine App aus dem Windows Store runter. Aber trotzdem, irgendwo verstehe ich das Ganze nicht. Was ich auch noch hoffe, dass sie bis Forza Horizon 3 hinkriegen, dass sie die Rückspiegel mal ordentlich animieren. Das hat man schon aus mehreren Spielen gesehen, das kriegt man schön hin, dass man da die Linien und alles drin hat. Das ist wirklich keine Hexerei, das schafft sogar Formel 1 2016. Was jetzt grafisch, ja. Oder den Rauch im Rückspiegel von den Reifen. Okay, das war jetzt scheiße. Aber ja, wir sind in der letzten Runde. Jetzt ist eh schon egal. Nee, so vom Fahrverhalten her finde ich es nicht schlecht. Wie gesagt, ich kann halt überhaupt nicht sagen, vom Fahrgefühl her, untersteuert der Wagen jetzt oder übersteuert er. Das ist noch ein bisschen schwer, das abzuwiegen und herauszufinden. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, fährt sich das Ding super. Kann mich da null beklagen. Und ja, wie gesagt, halt übersteuern, untersteuern, das ist ein bisschen schwer rauszufinden. Aber ja, Langstrecke Platin, ja, schön, wir haben wieder eine Auszeichnung erhalten. Ja, wir schauen uns jetzt dann das Ganze in Forza Motorsport 6 direkt nochmal an. Wie gesagt, da muss ich erst schauen, ob man überhaupt da was umstellen kann, beziehungsweise Force Feedback, ob das überhaupt geht. Hier hat man ja einige Einstellungen, was das Lenkrad angeht. Sei es Gaspedalsättigung, Ansprechverhalten des Gaspedals, Lenkradwinkel, kann man hier alles einstellen. Ich weiß nicht, ob es auch beim normalen Forza Motorsport 6 möglich ist, aber das werden wir jetzt gleich herausfinden. Irgendwie ist das Ganze schief. Ah, wir haben ja noch eine Runde. Wieso steht da mein Lenkrad ein bisschen schief im Game? Bei mir ist es gerade. Oder doch nicht? Ich lenke selbst ein bisschen immer rüber, sehe ich gerade. Ich muss Leute auf mein Lenkrad runterschauen. Das ist, weil ich wahrscheinlich nicht komplett gerade davor sitze. Ja. Eine Runde ist noch zu gehen. Ich möchte nämlich das Video auch nicht allzu lange machen. Das ist, glaube ich, verständlich, weil ja, ich glaube, zumindest laut von meinem Gefühl her, ich mag es lieber, wenn ein Video so da jetzt, wusste ich auch nicht, schiebt da, kommt bei mir in den Arsch. Echt schwer zu sagen. Das ist ein ungutes Gefühl, sagen wir mal so. Also am Limit fahren kann ich aktuell wirklich überhaupt nicht. Dazu fehlt mir ein bisschen das Gefühl. Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, ich möchte das Video nicht allzu lange bringen, weil ich mir denke, kürzere Videos sind angenehmer zum Ansehen und vor allem hat man mal leicht 20 Minuten Zeit oder 15 Minuten, als wie eine halbe Stunde. Drum von denen, die es ganz ansehen, ist eh nur ein Bruchteil von den Leuten, die sich das Video ansehen, die sagen, ja, ich ziehe das jetzt bis zum Schluss durch. Das ist sicher angenehmer, wenn das Video nur, keine Ahnung, so 12, 15 Minuten lang ist. Klar, so Multiplayer-Sachen bringe ich natürlich in einem längeren Format, aber die Singleplayer-Sachen werden, glaube ich, bei dem Format hier bleiben, was einfach handlicher ist. Sei es für euch zum Zusehen, für mich zum Aufnehmen oder auch zum Schneiden, zum Hochladen, es ist einfach handlicher und der Inhalt kommt trotzdem circa gleich rüber. Also von dem her. Aber sogar wenn ich das Lenkrad gerade habe, na doch, dann ist es auch ingame gerade. Es ist ein bisschen komisch. Bin gespannt, ob das dann bei Forza Motorsport 6 auch so ist. Aber ich weiß ja schon mal von Forza Motorsport 6, dass das Force Feedback standardmäßig scheiße ist. Das kann ich mich erinnern. Die 5 Runden sind um. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder im Vergleichsvideo. Und ja, ich bin an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sage tschüss und ciao und wir sehen uns morgen. Tschüss.